Teller bereithalten, Fladen auf Teller, Salat auf Fladen, Tomaten auf Gurke, Gurke auf Salat, Falafel auf Tomate und Zwiebel und so viel Soße, damit ihr euch gescheit einsauen könnt. Deswegen machen wir uns erst einmal einen gescheiten Fladen. Nehmen wir ein ganz einfaches Weißmehl, 250 Gramm, und das vermischen wir mit ein bisschen Salz und 250 Gramm Joghurt. Eine Mischung 1:1 bekommt ihr relativ schnell einen relativ geschmeidigen Teig zusammen. Dann nehmt euren Joghurtteig und teilt ihn in 6 Stücke auf. Wendet ihn so alle 30-40 Sekunden so lange, bis er halt durch, aber nicht verbrannt ist. Bleibt gesund und macht was zum Einrollen. Ach ja, abonnieren, Kommentar schreiben und den ganzen Schmarrn nicht vergessen, und pfiat euch.